You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Schyami hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary auf meinem Waffenkrieger. Und wir sind mal wieder im Auge des Sturms unterwegs. Talente habe ich, glaube ich, ein bisschen geändert, oder? Nein, doch nicht. Nee, ich habe mir irgendwie eingebildet, ich habe meine Talente geändert. Ich will nach wie vor Todesurteil unbedingt haben. Das habe ich aber bald, bin bald Ehrenstufe 37. Andere Talente sind alle gleich. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob wir hier Trainer-Heroin direkt kassieren können für uns. Da charge ich einfach gleich zweimal rein, das ist mir egal jetzt. Da fahren wir durch. Reflect, großer Pyro. Nein, wer hat den gekickt? Ich wollte ihn doch so sehr. So, den können wir einmal kicken hier. Und ich glaube fast, dass ich hier jetzt... Ja, den sollte ich, glaube ich, down kriegen. Wenn ich voll reinbürste. Yep, der ist tot. Dann können wir uns hier gleich mal healen. Dann werden wir uns hier mal den Feuermagier ein bisschen schnappen. Können wir hier gleich Bladestorm. Execute. Nächster down. Nochmal healen. Wenn ich schon Siegesrausch habe. Ich glaube, ich sollte hier ein bisschen slowen auch nebenbei. Ich will irgendwie den Magier hier killen. Den slowen wir hier nochmal. Den Magier können wir hier auch gleich slowen. Wobei, der ist schon gerootet. Soll ich leapen? Charge mal erstmal. Ich weiß nicht, was genau er vorhat. Guter Reflekt, oder? Der Schildreflekt war nicht so schlecht von mir jetzt. Ich meine, er hat mega lang versucht, ihn zu faken. Aber das ist halt nichts geworden irgendwie. Okay, den haben wir auch down. Was haben wir hier vorne noch? Da vorne ist auf jeden Fall ein Healmonk. Der ist im 4, der hat direkt Insignia gezogen. Den werden wir hier gleich mal slowen. Jetzt hätten wir eigentlich gleich Wreck ready. Können wir hier eigentlich ziehen? Ich habe genau gewusst, dass das passiert. Egal. Leapen wir nochmal zu ihm. Nochmal Charge. Ich wollte gerade Execute Spam, aber ich habe noch keinen ready. Und jetzt habe ich absolut keine Mobility gerade mehr. Reflecten wir ihm das hier mal. Der möchte sich ein bisschen selber wenigstens. Dann 4 mal hier mal rein. Nein, doch nicht. Ich wollte gerade 4, das ging sich gerade nicht aus. Ich will hier gerade ein bisschen zurück zu meinem Zerg, weil ich hier gerade absolut keine Chance habe sonst. Wobei ich habe Double Charge, glaube ich. Ich kann den hier mal slowen. Er blinkt. Noch habe ich gar nichts ready. Ich habe keinen Bladestorm, ich habe gerade nichts, um ranzukommen. Ich würde ihn gern 4, wenn ich rankomme vielleicht. Mit dem Elementar oder so. Nein, maybe. Irgendwie. Charge nochmal. Blink dürfte er schon wieder haben. Jetzt aber. Okay. Jetzt kann ich einfach executen. Keine Ahnung, was er jetzt versucht hat. Definitiv nicht so der gute Spieler. Was ist da drüben los? Da ist ordentlich ein Zerg. Ich glaube, ich will da fast reingehen. Haben wir einen Heiler hier? Wir haben gerade keinen Heiler hier, aber ich will auf jeden Fall hier den Krieger mal ein bisschen massakrieren. Fury-Krieger. Das sieht man ziemlich selten in... Zumindest, ja, in Arena. Aber in BGs geht's eigentlich. Fury ist gar nicht so schlecht in BGs. Fury ist auch nicht generell nicht weit hinterm Armskrieger, also es kann man definitiv spielen. Okay, der hat seinen Last Stand für 10 Minuten. Ich bräuchte den Heal. Nice. Die haben wieder die Heiler hier. Geht der auf mich? Reflect? Nein, scheiße, der ging gar nicht für mich. Ich dachte gerade, echt, der attackt hier mich. Jetzt ist ein Schurke auf mir. Den können wir hier hinten mal slowen. Der sollte eigentlich drauf gehen. Können wir Execute spam. War schon zu spät für meinen Execute. Das haben wir auch, das haben wir auch. Da oben wäre ein Bersi. Ich würde mir gerne den Bersi holen. Der Respawn ist auch hier. Ich würde mich gerade echt so gerne da reinhauen. Hätte ich Shockwave geskillt. Ich hätte echt Shockwave nehmen sollen. Dann wäre ich hier jetzt einfach mit Bladestorm reingegangen. Ich will doch nur den Bersi-Buff. Ich kriege ihn nicht. Schaut! Nein, heal, please! Ich habe keine Ahnung, was ich gerade versucht habe, aber egal. Ey, Mann. Der Driver da, wo war der Heiler? Ach, Proxy ist da drüben. Scheiße. Ich habe gerade irgendwie komplett meine Übersicht verloren. Hier waren so viele Leute und ich wollte unbedingt den Bersi-Buff. Jetzt habe ich komplett alle aus den Augen verloren irgendwie. Egal, wir gehen natürlich gleich wieder vorne rein. Unser Zerg ist nach wie vor da vorne. Proxy kommt auch wieder. Ich glaube, der wurde darüber gekickt gerade. Der stirbt schon. Ich glaube, da muss ich nicht mal reinchargen. Der stirbt auch, der stirbt auch. Ich glaube, ich will einen Hunter zerlegen. Hunter scheint mir irgendwie gerade lustig. Können wir gleich mal meinen Debuff draufboxen. Dann ist der eh schon tot. Dann schnappen wir uns wohl gleich mal den Magier hier. Können wir kurz Storm wieder chargen. Reflect. Ich hätte gerade nicht kicken sollen, weil eigentlich hätte ich es reflecten können. Aber zu spät. Execute. Nein, Schuss. Hey, Mann, diese Pfeife. Wer benutzt das Toy hier?
Das ist halt mega nervig immer. Es ist zwar lustig, aber es ist echt mega nervig, dieses Toy. Ah, die versuchen Drainai zu gehen, glaube ich. Der Magier versucht keine Ahnung was. Mobby, was willst du machen? Mobby, komm her. Komm her! Ja, gleich mal anchargen, slowen. Damagen wir hier mal rein. Was macht er? Nix. Dragon's Breath. Er macht nach wie vor nichts. Er nutzt keinen Blink. Er will mir jetzt einen Pyroblast reinboxen, wie es aussieht. Ich habe nach wie vor einen Reflex ready. Jetzt war er out of range. Hey Mann. Ich habe erst einmal einen guten Reflex gemacht, seitdem ich den Krieger wieder spiele. Ich mag Reflex als Fähigkeit echt mega gerne. Ich habe gerade Recklessness gezogen und jetzt komme ich halt nicht ran. Können wir aber nochmal slowen? Bringt mir sein Rush hier auch nichts mehr. Wenn ich halt für irgendwas gerade Wut hätte, jetzt. Ah, Wut, kein CD so. Trifft's eher. Wut habe ich genug, aber ich komme halt nicht ran gerade. Charge! Nein, ah, den krieg ich. Ich hab nix. Disrespect. Nice. Ah, ich glaube, ich habe die Flagge hier nicht gebindet auf dem Krieger, oder? Nee. Ich sollte mir hier. Ich habe auf jedem Char immer individuelle Tastaturbelegungen. Jetzt stimmt das ja nicht. Ah, das stimmt nicht immer überein und das nervt mich immer. Ah, weil hier habe ich zum Beispiel andere Tastaturbelegungen. Zumindest alles hier auf dieser Leiste, wo ich Mounts und so weiter gebindet habe. Das ist dann immer auf einer anderen Leiste und das nervt mich dann. Das nervt mich selber, ich change es halt irgendwie nie. Keine Ahnung warum. Ich könnte hier eigentlich reinfieren, wenn ich denn rankomme. Der Krieger fiert mich hier gerade ein bisschen. Gehen wir hier mal Parry rein. Das kicken wir. Der ist tot. Dann können wir eigentlich mal ein bisschen AOE Blade Storm. Der nächste Krieger lebt hier auch gerade ab. Der ist auch down. Dann werden wir uns hier den Fury schnappen. Ich habe einen Siegesrausch. Ich kann mich hier mal heilen. Ich komme hier gerade nicht ran. Ansonsten will ich gerade supporten. Magier können wir vielleicht kicken, wenn er was castet, aber der hat gerade alle seine Instants drinnen. Können wir den Krieger gleich nochmal slowen. Wobei eh schon Execute Range. Großer Pyro. Wieder nicht durchgekommen. Der sollte nochmal auf mich casten. Na, schaut mal nochmal. Ich drop hier gerade verdächtig low. Siegesrausch habe ich auch noch. Grippt mich immer wieder zurück. Der Magier will mich hier auch ausspielen. Was soll das jetzt? Ich komme nicht mehr ran. So, jetzt aber. CD habe ich gerade keinen ready, aber ich habe trotzdem Damage für ihn, wenn ich nochmal rankomme. Jetzt ist er im Block. Jetzt gehen wir erstmal den hier executen. Jetzt ist er eh nur noch alleine. Tap Targeting, backt wieder mal. Ah. So, jetzt ziehen wir nochmal Rack, gerade zum Abschluss, damit ich ihn nochmal finishen kann hier. Meine Kills stealen. So, ist noch was hier? Nein, gar nichts mehr. Alles tot, wunderbar. Auf zum anderen Turm, wir laufen die ganze Zeit nur hin und her und zerstören einfach alles. Der capt sich hier fröhlich allen ab. Ah, die haben sogar den Turm da drüben und ich glaube, die fangen jetzt die Flagge ab. Ich habe aber echt keine Lust, gerade rüber zu gehen. Ich glaube, ich zerg lieber die hier tot. Ich habe einen ganzen Zerg hinter mir. Wir laufen hier jetzt einfach rein. Der hier, glaube ich, ist noch im Sterben. Ich werde aber trotzdem eher auf den Mönch gehen. Healer Train ist trotzdem irgendwie schlauer. Ich habe einen Leap auch noch. Das heißt, noch habe ich Mobility, um ranzukommen. Ja, Herr DK, dankeschön. Er kommt trotzdem zu mir. Das finde ich echt sozial von dir. Dankeschön. Execute. Nein, nein, Reflect. Der war gemein. Echt jetzt? Der war echt gemein. Ich hatte noch Reflect gezogen. Ich glaube, der Hunter hat mich am Ende noch gekillt oder irgendein Dot. So, geh mal wieder rein. Jäger, du gehörst mir. Debuffs. Das war so klar, dass das gerade passieren muss. Ja, er merkt, dass ich Damage ziehe und geht Instant Wall. Er wartet erst gar nicht, bis er irgendwie Low droppt oder sonst irgendwas in der Art. Ich komme gerade an nichts ran. Ich kann aber den Magier hier mit Blades noch ein bisschen penetrieren. Ich komme gerade nicht ran. Ah, wir haben gewonnen. Schon? Das BG war aber schnell vorbei irgendwie. Mein Ehrenlevel habe ich auch bald. Bald habe ich meine Execute Range. Da habe ich nochmal ein bisschen mehr Mobility. Ansonsten, mein Damage war extrem low. Ich habe schon wieder so lange nicht mehr Krieger gespielt, dass ich überhaupt nicht mehr klarkomme. Heal. Not bad, not bad. 13-2, zweimal gestorben. Egal, geiles BG. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, wenn ihr noch Fragen habt, wie immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich immer im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.